Hundeerziehung kommt oft zu kurz. Dabei ist es sehr wichtig, dass Hunde gut auf ihre Menschen hören. Hundetrainerin Britta Waldmann erklärt, worauf man beim Üben achten sollte. Man sollte immer eine neue Übung in ablenkungsarmer Umgebung anfangen zu trainieren, damit der Hund sich konzentrieren kann. Zum Trainieren sollte man immer was Besonderes nehmen, entweder was er sonst im Alltag nicht so häufig kriegt. Das muss nichts Teures sein, kann auch ein Käse sein, was man ihm sonst nicht gibt. Auf jeden Fall etwas, auf was er richtig steht. Okay, fertig. Also man sollte jede Übung mit einem Signal auch beenden. Das kann ein Fertig sein oder Lauf. Und man sollte auch ruhig mal von seinem Trainingspensum abweichen. Wenn ich mir also vornehme, mein Hund soll dreimal diese Übung zeigen und es hat zweimal richtig toll geklappt, lasse ich das so stehen und höre auf. Und so bringen Sie dem Hund das Abbruchsignal Nein bei. Um die Übung zu beginnen, ist es egal, ob der Hund sitzt oder steht. Das Leckerli wird vor der Nase Ihres Hundes fallen gelassen und sofort mit einem Nein belegt. Gleichzeitig setzen Sie einen Fuß darauf. Nun wird gewartet, bis der Hund Sie anschaut. Genau in diesem Moment belohnen Sie sein Verhalten mit einem Leckerli aus Ihrer Hand. Im zweiten Schritt können Sie das Leckerli vom Boden nehmen und Ihren Hund damit belohnen. Ja, gut gemacht. Brav. Fein. Okay, fertig. Alternativ können Sie das Kommando Nein mit einem kleinen Spielzeug üben. Die Belohnung ist dann das Spiel nach erfolgreichem Abschluss der Übung. Verlieren Sie nicht die Geduld, wenn Ihr Hund manchmal ein wenig Zeit braucht, bevor er Sie anschaut. Achten Sie stets auf eine ernste Stimme beim Nein und auf eine sehr freundliche Stimmlage während des Lobes.